Hallo zusammen, wir sind wieder zurück mit Ernährungscontent. Ich bin Elias, ihr kennt mich schon aus den vergangenen zwei Basics-Videos über die Ernährung. Und heute, in diesem Video, werde ich speziell auf eine Frage eingehen, die uns bei 360 Football Supplements oder auch bei 360 Football oft erreicht. Und das ist die Frage, was sollte ich nach dem Spiel essen bzw. konsumieren, was mich schneller wieder regenerieren lässt, also was mich schneller wieder fit macht. Da muss man mal auf die Spielsituation eingehen. Während einem Fußballmatch, während 90 Minuten, ist der Körper extrem auf seine Speicher angewiesen. Die Glykogenspeicher, also der Ort, wo deine Kohlenhydrate gespeichert werden im Körper, werden extrem geleert, weil das die Hauptenergiequelle ist für deinen Körper während der Anstrengung hier auf dem Platz. Darum ist es sicher wichtig, mal als erster Punkt Kohlenhydrate möglichst schnell wieder zu sich zu nehmen, um diese Speicher wieder aufzufüllen. Ein weiterer Punkt ist ja, dass du deine Muskeln brauchst während dem Spiel. Und zwar nicht einfach nur ein bisschen, sondern du kennst es. Nach dem Spiel bist du extrem müde. Und dein Körper bzw. deine Muskeln haben so wie ein offenes Zeitfenster, wo du sie wieder mit Bausteinen versorgen musst. Hier kommen die essentiellen Aminosäuren oder allgemein einfach Aminosäuren ins Spiel. Aminosäuren sind die Bausteine der Proteine. Das heißt, hier musst du deinen Körper ordentlich mit Protein versorgen, um diese Bausteine dem Muskel wieder zu liefern, damit er sich an die Anpassung, die immer während einer Anstrengung, die über einer gewissen Reizschwelle geschieht, geschehen kann. Da sollte man wirklich Protein zu sich nehmen, was einen großen Aminosäure-Ausmaß hat. Das heißt, ganz viele verschiedene Aminosäuren. Wie viele es genau gibt und so weiter, wird dann später von uns noch veröffentlicht in einem Ernährungsguide, wo ihr das alles nachlesen könnt, falls es euch tiefer interessiert. Als letzter Punkt, der erwähnt werden muss, ist, dass dein Körper durch das, dass er die ganze Zeit Energie während dem Spiel bereitstellen muss, Transmitter braucht. Transmitter sind Stoffe, die diese ganze Energiebereitstellung überhaupt ermöglichen. Und dort verlierst du Mineralstoffe. Das heißt, ein Zellhaushalt ist dann nicht mehr im Gleichgewicht, wie er sonst ist, wenn du einfach normal durch den Tag gehst. Darum ist es dort auch wichtig, Mineralstoffe wieder zu sich zu nehmen, um diesen ganzen Haushalt wieder zu normalisieren. Jetzt, was kann man denn jetzt mit diesen Informationen anfangen? Weil es ist noch nichts Handfestes. Was soll ich essen? Was soll ich trinken? Was ich sicher empfehlen kann, ist Werbung in eigener Sache, unser Recover-Produkt, da es Kohlenhydratquellen drin hat. Es gibt langkettige und kurzkettige Kohlenhydrate. Kurzkettige werden schneller vom Körper aufgenommen, sind aber schneller auch wieder verpufft. Und langkettige halten länger an. Das haben wir beides drin, mit Maltodextrin und Fructose. Dann haben wir einen Aminosäurenkomplex drin mit den essentiellen Aminosäuren, also diese Aminosäuren, welche der Körper auch wirklich braucht, die wirklich notwendig sind für ihn. Und dann haben wir noch einen Mineralstoffkomplex enthalten, was zum Beispiel Magnesium enthält, was ziemlich jeder kennt. Jetzt, so ein Produkt kann man nach dem Sport, also nach dem Match besser gesagt, direkt zu sich nehmen mit viel Wasser, denn Wasser hat man auch viel verloren. Und das ersetzt jedoch keine Mahlzeit. Sprich, man kann das trinken und dann zu Hause, in einer ersten Mahlzeit wäre es sicher wichtig, dass sie kohlenhydratlastig ist, moderat im Protein und die Fette sind nicht sehr wichtig dafür, aber die könnt ihr gerne auch dazu nehmen. Also zusammenfassend kann man sagen, Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen, also viel Kohlenhydrate zu sich nehmen. Proteinbiosynthese, also dieses offene Zeitfenster, stimulieren, also Proteine zu sich nehmen, in Form von zum Beispiel Aminosäurekomplex oder auch einfach normalen Nahrungsmitteln dann zu Hause, wie Eier oder Fleisch oder auch Hülsenfrüchten. Und wichtig auch, was man nicht so gut aus den normalen Nahrungsmitteln bekommt, sind die hier enthaltenen Mineralstoffe. Genau.
Also, dieses Produkt ist sicherlich zu empfehlen, das alles enthalten, was wir jetzt empfohlen haben, das schnell gemacht ist nach dem Sport, einfach in den Shaker rein, dreimal schütteln und dann runter damit. Und man hat zusätzlich, durch das, dass man es mit viel Wasser mischen muss, auch noch eine große Wasserzufuhr, welche man im Spiel auch verloren hat. Genau. Ich freue mich wieder beim nächsten Mal euch wieder Content zu bringen und ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal.